Oh, hallöchen Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ich habe mal ganz kurz ausfindig gemacht, wo wir die Truhe hier abgeben müssen, damit wir auch ganz schnell wieder in die Schmiede zurück können. Und zwar müssen wir dafür einfach Ich wollte eigentlich die Ocarina spielen, danke. Dankeschön, Spiel, dass ich die Ocarina spielen darf. Zum Eingang der Wüste, also hierhin. Wo wohl jemand ist, der sie uns öffnen kann. So, den werfe ich kurz weg. Den Gegner. Hä, wo ist die Kiste? Aber versprich mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht. Ich verspreche es. Hallo? Alter, kann ich den nicht? Piu, daneben so, piu. Hä? Hab ich's jetzt kaputt geglitscht? Hä? Ich hab die Truhe weggeglitscht! Oder muss ich die... Sag mir bitte nicht, ich muss die zu Fuß hierher bringen. Das wäre räudig. So, ich gehe nochmal ganz kurz hierher zurück. Wo ich die Truhe habe stehen lassen. Immerhin kann ich jetzt in die Schmiede. Der Rest ist mir ja relativ gleich. Ja, dein Schwert ist stärker geworden. Spürst du seine enorme Kraft? Puh. Sehr cool. Was jetzt mit der Kiste passiert ist, keine Ahnung, wo die abgeblieben ist. Habe ich irgendwas gekriegt? Müsste ja eigentlich... Ich glaube, die vierte Flasche ist da drin. Naja, keine Ahnung dann. Würde ich sagen, machen wir uns auf die Suche zum... nach dem nächsten Tempel, wollte ich sagen. Aber klar, dass ich... Ich habe gerade nicht mitgedacht. Was mache ich eigentlich? Ah! Mein Kopf! Ihr habt keine Chance gegen mein mega gehärtetes Schwert. Okay, ich lasse es lieber. Das... Die erinnern mich etwas an, Hühner. Vielleicht werde ich dann auch von 10.000 angegriffen. Was sagt denn die Karte? Aha. Da unten und da oben. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu den Zoras. Njau. Njau, sagte ich. Njo! Rennauto Link! Brumm. 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 Hier gibt's doch bestimmt irgendwas. Alter, das Schwert macht schon viel Schaden. Brumm. Hier gibt's halt echt nichts. Okay. Gut. So, hier müsste es lang gehen, denke ich. Kann ich da rein? Nein. Es sah so verdächtig aus. Aber Spiel ist so lol, nope.
Aber ich müsste richtig sein, oder? Ja, ich bin absolut richtig. Wunderbar. Goldrichtig, wenn ich das so... Alter, wie weit fliegt das? Okay, da werde ich getroffen, ja. Ich meine, das macht man so. Das ist Speedrun-Strats. Ich habe mich gedamage-boostet. Wirklich? Muss ich dafür erst in die Lichtwelt? Und das kann ich im Wasser natürlich nicht. Ja, natürlich kann ich im Wasser nicht in die Lichtwelt. Alter. Ich krieg gerade etwas Aggressionen. Und dann ist die Steuerung im Wasser so kacke. Hui, ich hab Spaß. Link sieht auch immer so aus, wenn er schwimmt, als wäre er so ein ertrinkender Fisch oder so. So, jetzt lass mich in die andere Welt. Danke. Da, spüre mein neues Schwert. Spüre mein Schwert. Okay, dann halt nicht. Auch gut, dann können wir uns hier nochmal kurz vollheilen. Weil es ist kostenlos. Dazu sage ich nicht nein. Dankeschön. Ich hätte lieber einen Schluck vom Grünen noch. Ah, nee, brauche ich nicht. Schwachsinn. So, zack. Jetzt müssen wir halt irgendwie... Müssen wir da hoch? Herz! So, da. Oder? Oder nicht, oder doch? Ist hier irgendwo ein Portal? Sieht schon aus, als ob hier irgendwo ein Portal wäre, ne? Die Frage ist halt, wo? Portal, Portal, hallo? Hallo? Hallo, hallo? Da oben war ein Herzteil, das habe ich gesehen. Portal? Okay. Kein Portal. Bin ich... Ich komme mir gerade etwas blöd vor. Aber ich bin doch jetzt hier. Wo der Tempel sein soll, oder ist der Tempel oben auf dem... Berg, nee, bitte nicht! Es wäre etwas ungeil. Aber hier scheint es zum Herzteil zu gehen. Jawohl, immerhin. Immerhin etwas. Und hier... war mein Facebook, Entschuldigung, deswegen. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, hier ist auf jeden Fall kein Portal. Dann suche ich nochmal ganz kurz mein Portal, mit dem ich hierher gekommen bin. Scheine ich ja auch verlegt zu haben. Link! Bleib da oben. Und abwärts. Whee. Luftangriff! Hat ja nicht so gut geklappt.
Link, schwimm. Der bleibt halt auch an jedem Pixel hängen, wo er hängen bleiben kann. Ich sag's euch. Es ist nicht leicht. Aber immerhin habe ich mein Portal wiedergefunden. Und in die Schattenwelt. Der ist halt wirklich da oben. Bin ich eigentlich blöd? Guck mal, da ist doch sogar noch so ein Tempel. Aber manchmal... So, da komme ich nicht lang. Dann gehe ich nochmal unten außen rum einfach. Moment, Link. Link! Link! Muss ich hier noch außen rum gehen? Und dann hier, dann brauche ich gleich meinen Greifhaken. Den guten alten Grappling-Hook. Geld. Ich muss ja mein Bild als geldgeiler YouTuber bewahren. Jetzt muss ich mal ganz kurz spicken. Da muss ich hin, ja. Njong! Njong! Nee, mir geht's gut, ja. Ja, ich habe mit meinem Psychologen bereits darüber gesprochen. Njong! Komme ich in der Lichtwelt da gar nicht hoch? Muss ich das Schattenportal da oben nehmen? Ja, wahrscheinlich. Hätte ich mich auch porten können. Warum sagt mir das niemand? So, da, da hoch. Hä? Nein, ich bin einfach total falsch. Es geht hier erst hoch. Aber oben war kein... Nee, oben war kein... Danke. Meine Güte. Piu. Dann... Ja, durch diesen Dungeon hier durch. Also durch diesen Mini-Dungeon, Mini-Labyrinth-Ding. Oder war oben. Jetzt bin ich in der Höhle drin, ne? Jetzt komme ich eh nicht mehr raus. Aber oben ein Portal, wo ich mich hinporten kann. Weiß ich gar nicht. Ich habe mich jetzt selbst verunsichert. Fledermaus. So, einmal raus hier. Wo war das Portal? Ist einfach so Schaden, den nimmt man halt mit, so Drive-By. So, alter Mann, wie lebt sich's hier oben so in deiner einsamen Hütte auf dem Berg? Macht bestimmt Spaß, hier ganz so allein. Und im Alter, wo die Knochen eh nicht mehr so wollen. Auf dem Berg hier oben. Ich weiß, wer müde ist und ich weiß, wer gleich arbeiten gehen darf. Yay! Hä, war hier nicht das Portal? Alter! Aber das Schlimmste sind ja immer noch diese Felsen. Die normalerweise klar über einen drüber springen, aber einen trotzdem treffen, weil es halt 2D. Den du in keinem 2D-Zelda irgendwie ausweichen kannst. So, hier war das Portal. Richtig.
Lass mich nochmal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wir müssen nach oben, ja. Wir müssen zu Heras Turm. Ah, wir kriegen noch ein Herz. Nice. Ja, lass mich. Ich will nur da hoch. Hä? Ich weiß, dass man da irgendwie hochkam. Was ist das denn? Komme ich da nicht so hoch? Ich bin gerade verwirrt. Ich glaube, man merkt es nicht. Kann ich? Halt! Ich bin nicht voll geheilt! Gesichtspalme des Todes, warum bin ich da runtergefallen? Des Todes und der Verderbnis, Level 5. So, zack. Und zack und heraus. Wirklich. Das ist ein Tilter. Ah, Mann. Manchmal ist das Spiel echt hart verwirrend. Und wieder hier hoch. Nice. Ja, gut. Na gut. Nehme ich so hin. Wie kam ich denn dann da hoch? Hä? Ich bin gerade voll verwirrt. Kann ich vielleicht? Nein. Komm, dann gib mir noch mal kurz Energie. Bin ich blöd? Wie bin ich denn da hochgekommen? Ich war. Dadurch? Ach, die Fledermäuse machen jetzt überhaupt keinen Schaden mehr, weil die davor ein halbes Herz Schaden gemacht haben und ein halbes Herz wird hier abgerundet. Nee, hier kann ich ja. Oder? Nee, hier kann ich vom alten Mann, ne? Ja. Hä? Bin ich jetzt. Alter, ich bin gerade. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo es lang geht. Ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, aber ich komme nicht drauf. Ich komme mir so richtig schön dumm vor. Lass mich da durch! Die Viecher sind auch mega nervig. Ich weiß nicht mal, was das darstellen soll. Aber ich weiß, dass es mir extrem auf den Sack geht. Grappling Hook. Gehe ich jetzt
einfach mal hier lang. Wo bin ich denn? Hier unten. Okay. Bei einem Höhlensystem. Dings. Komme ich damit vielleicht? Nein. Ich bin nur unsichtbar, weil ich habe das Gefühl, damit schwebt man, weil das halt so aus, das sieht halt so aus, aber man ist nur unsichtbar. Spring! Warum kann ich da nicht runterspringen? Mann! Das Spiel macht es mir schwerer, als es sein muss. Ist hier irgendwas? Ja, ich bin noch mit dem Schwert rausgezogen gerannt. Oder nicht? Oder nicht oder doch? Oder doch oder nicht? Oder vielleicht unter Umständen. Aber nicht ganz sicher. Spring einfach mal hier runter. Nein, das war offensichtlich nicht der richtige Weg. Ich glaube, ich würde dann aber auch mal sagen, das soll es erstmal gewesen sein von der Link to the Past. Ich nehme jetzt nochmal hier, mal schauen. Oh, Feen. Damit kann man arbeiten. Die Treppe gehen wir in der nächsten Folge hoch. Ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit der Link to the Past. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen, wenn wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.